Leute! Yay! Ich bin's, Shirin, und diesmal ist dabei wieder mal der HBK! Hallo, liebes Publikum! Und dann machen wir wieder Viro. So, Server betreten. Ja, ich sollte auch mal. Hast du Uhr gestellt? Obwohl, ja, es ist halb, das ist gut zu merken. Ich habe einen Timer gestellt. Der aber irgendwie, warum auch immer, stehen geblieben ist. Okay, gut, läuft aber. Das war jetzt nur 2-3 Sekunden, bis der stehen geblieben ist. Ich habe vorsichtshalber sowieso einen Puffer von 20 Sekunden reingesetzt, also von daher ist alles schick. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich in der Hühnchengrube gespawnt bin, aber ich hatte ja noch kurz vor Schluss ein Ei geklaut. Genau, da hast du ja noch ein Ei gefunden. Julis Eingang sieht wirklich schick aus, den er hier gebastelt hat. Solange er dir nichts zugebastelt hat oder so? Zugebaut hat? Nein. Zugebaut hatte er mir damals, wie gesagt, das mit dieser komischen Brücke, die ich jetzt an mein Haus endet, aber. Was mache ich irgendwie was Hübsches, denke ich. Haben sie eigentlich jetzt heute schon oder die Tage schon mal aufgenommen? Weiß ich gar nicht so genau. Keine Ahnung. Die anderen aus unserer Stadt? Hab ich nichts von mitgekriegt, jedenfalls. Und ich muss die Musik wieder im Nachhinein reinpacken. Das muss ich mir selbst sagen. Das habe ich das letzte Mal vergessen. Keine Musik, oh mein Gott. Ich lasse Musik weg. Ich muss mal gerade gucken. El Creeperore! Nein! Du solltest nicht explodieren, du Vollidiot. Meinst du, dass 20 Frames in Ordnung sind beim Aufnehmen? 20 ist ein bisschen wenig. Ja. Hast du Skype zugemacht? Ja, habe ich. Nimmst du auch wirklich auf? Ja. Oh, dann muss ich doch den Shader rausnehmen. Ja. Doch, jetzt ich auf den anderen. Geht's jetzt besser? 60 dürften reichen, oder? Ja, 60 Frames ist in Ordnung. Aber kein Licht. Also nur normales Standardlicht. Schon schade, aber okay. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Was hast du wieder entdeckt? Das hat gerade erst anders ausgesehen. Das sah aus wie so eine riesige Steinsäule nach oben, aber das hat sich dann doch zu einem richtigen Berg gebaut. Cool. Bin hier also noch ein bisschen am Nahrung sammeln und sowas alles. Ich habe entschlossen, dass mein Haus warten kann. Eine Etage steht ja noch. Ich baue lieber was für das Hühnchen. Weil dann kann man die auch besser züchten und so. Ich habe gerade gesehen, der Baum hat. Der große Baum besteht ja aus mehreren Bäumen. Der hat so eine Art Eingang. Echt? Cool. Der ist natürlich so gewachsen? Ja, der ist natürlich so gewachsen. Wow. Also, das sind mehrere Bäume, die ich aneinander kriege. Also ich habe mehrere Setzlinge aneinander und die sind so gewachsen. Und ich frage mich aber, wie du die Setzlinge aneinander gesetzt hast. Müsstest du doch gesehen haben. Ja, das muss ich mir im Nachhinein nochmal angucken jetzt. Hm. Okay, aber wenn das wirklich so bleibt, dann ist das cool da. Ja. Wow, wow, Steinsäulen ins Unermessen. Oh, wie geil wäre das, da oben zu bauen. Und es geht immer noch höher. Oh mein Gott, das geht fast senkrecht nach oben. Das ist geil, das wäre so geil, da oben was zu bauen. Also ich glaube, aus diesem Baum kann man auch ein sehr schönes Haus bauen. Und ganz oben schweben ein paar Blöcke. Cool. Und ja, eigentlich hat mir ja Mama Nessie gesagt, ich soll nach Hause kommen. Aber ich treffe gerade den Zombie, der da vor mir steht, nicht. Ich habe hier wahrscheinlich wieder so einen ewig langen Lag. Ja. Ich würde ja wirklich, wirklich gerne auch mal da runter, aber ich habe hier noch so viel vor. Ich habe hier wieder Mega-Lag. Oh. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt durch irgendwas sterbe. Weil da hinten ist ein Creeper, oh mein Gott. Okay, in dieses kleine Hühnerhaus und dann kann ich auch... Irgendwas stimmt hier nicht. Und was? Ich weiß nicht, ich habe halt so einen ewig langen... Lag, was Monster angeht. Das ist seltsam. Und oh nein, der Creeper hat mich gesehen. Oh Gott, nicht, dass er jetzt wieder in 2 Sekunden bei mir dran ist. Da liegt gerade, in welche Ecke ich das für das Hühner-Ding baue. Okay, und die Lava dort kommt auch jetzt erst an. Also jetzt funktioniert alles wieder. Jetzt ist alles wieder schick. Da kann manchmal ein zerklüftet liegen. Das ist ein bisschen... Sehr wahrscheinlich sogar. Unser Berg ist relativ klein, merke ich gerade. Die Bergspitze zumindest. Wow. Ich liebe diese Karte. Ich muss mir auch mal eine zerklüftet machen. Oh, ich habe mir schon viele zerklüftet gemacht, das ist hübsch. Oh Gott.
Oh Gott, ich habe gerade ein Skelett angegriffen. Das wird doch jetzt so wahrscheinlich wieder so ganz schnell so auf mich zukommen. Ha. Bisher nicht. Da ist ein zweites Hühnchen gespawnt. Ich muss hochlocken. Ich habe derzeitig derbe Server-Lags ohne Ende. Weil ich habe keine wirklichen Lags. Wie gesagt, das ist halt, wenn ich gegen Monstren antrete. Ich kann da 10.000 Mal rufschlagen, es passiert nichts und dann irgendwann kriegen die dann das erste Mal Schaden. Und dann dauert das wieder, ehe sie Schaden bekommen und die reagieren auf mich null. Deswegen habe ich dann immer diese Befürchtung, dass wieder so ein Todeslag kommt. Blöd. Gut, es ist tags, du Spinne kannst mir nichts. Naja, Vorteil für mich, ich werde halt von den Monstern nicht angegriffen und meine Güte. Ich habe mich in diese Gegend verliebt. Ich mache jetzt meine eigene Stadt auf. Komm, ich zieh zu dir. Ich wollte sowieso weg von Nessie. Mein Gott. Oh Gott! Drei Creeper im Dunkeln. Wenn jetzt ein Todeslag kommt, bin ich am Arsch. Oder ich bin schon tot und ich weiß es nur noch nicht. Das kann auch passieren, ja. Durchaus. Das wäre aber blöd, weil ich gerade für uns alle ein Bett geholt habe. Wow. Okay, ich weiß, was du meinst mit den Lags. Die Hühnchen haben das auch. Ganz langsam, schnell. Alter, bin ich weit weg. Ich bin bei x-tausend. Autsch. Du weißt schon, dass du zu minus 100 und 200? Jupp, weiß ich. Schön. Wieso ist das Hühnchen so klug, die Grube zu umgehen? Muss ich es wieder schubsen? So. Ich komme mal nach Hause, um das Bett zu sichern. Das hat Nessie mir ja sowieso aufgetragen. Ja, das Skelett. Ah, okay, die Monster reagieren wieder normal. Okay, ich baue kein wieder aus. Ich mache hier einfach was eine. Was bedeutet, ich muss hier schnell weg. Ehe ich hier so einen Todescreeper habe. Okay, die Lava ist jetzt auch nochmal am Brodeln. Jetzt scheint wieder alles zu gehen. Ich guck mal kurz. Ich mach mal den Schweinetest. Jo. Jetzt ist wieder alles gut. Na dann. Du wirst es ja dann in meiner Folge sehen, wie das aussieht. Vermutlich, ja. Nein, und wie gesagt, guck dich doch nicht. Wer guckt dich denn schon? Dich mag doch keiner. Erst recht ich nicht, ne? Ja, du doch. Du hast doch noch nie eine meiner Folgen geguckt. Wer kommt auf sowas? Jetzt würdest du alle meine Videos gucken. Oder in welchen Mitten machen sogar. Ist ja krass. Ja, ne? Das komisch, diese Vorstellung. Ich muss noch so ewig weit latschen, um nach Hause zu kommen. Ich bin so weit von zu Hause weg. Na? And I'm far, far away. Unausgewächst. Stirb. Oh Gott, oh Gott. Creeper, 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 Creeper. Aber wenn du im Wasser explodierst, machst du der Gegend auch keinen Schaden. Sehr gut. Dieses Huhn. Wird kein leichtes sein. Dieses Huhn wird so schwierig und... Ist jetzt tot. Tot. Und hat kein Fleisch gegeben. Nur zwei blöde Federn. Das heißt, ich bin also auf dem Weg nach Hause in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Und hab dann entschieden, ich werde nach Zeug suchen. Autsch! Sammel ich die... Nee, die sammle ich anscheinend nicht gerade ein. Die Eier, die da liegen. Sag mal, wächst... Soll ich Eier noch mitbringen? Ja, warum nicht? Schadet nicht. Wächst Weizen, auch wenn da kein, also wenn kein Wasser ist, nur eben langsam dann? Wie jetzt so? Ich habe irgendwie mal gehört, Weizen würde auch ohne Wasser wachsen, nur eben sehr langsam. Stimmt das? Nee. Weißt du das? Nee, mittlerweile brauchst auch Wasser. Okay. Das war auf einer alten Version so. Mittlerweile ist Wasser Pflicht. Ich würde mich jetzt zu gerne in diese... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Weißt du, was ich gefunden habe? Was? Dreimal darfst du raten. Höhle. Schlucht. Mine. Ja, Schluchtmine. Da unten, da sind ganz viel Holzzeug. Das ist definitiv eine Mine. Ach, ich geh mal ganz kurz nur.
Ah! Jawohl, ein Sattel. Meinst du, ich darf auch mal die Gegend erkunden gehen? Wenn ich zu Hause bin. Am besten. Okay. Einer sollte immer zu Hause bleiben. Na gut. Ja, sorry, ich will dir das dann jetzt nicht verbieten. Ich mache. Ich will dir das jetzt eigentlich nicht verbieten oder so. Nee, ist ja okay. Okay, ich mach mal für mich hier selbst F3. Okay, jetzt habe ich die Koordinaten, sehr gut. Ich hoffe, dass keiner der anderen meine Folge guckt und mir dann die Mine sozusagen... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Spinnspawner. Ich hau ab. Lapis Lazuli brauchen wir nicht, oder? Nee, ist nur Deko-Zeug. Gut. Und was wollen wir mit blauen Sachen? Ha? Oh Gott, da ist noch ein Spinnspawner. Alter, wie viele Spinnspawner hier sind. Richtig. Das sind ja nicht die blauen. Eben. Wir saufen nicht den ganzen Tag. Guck mal, derweilen, wie lange wir noch haben. Oh, noch 3 Minuten. Oh. Also warum knapp 4. Warum vergeht die Zeit so schnell? Ja, man darf halt nur 15 Minuten, das ist das. Oh, ich würde jetzt so gerne die Höhlentour machen, aber ich habe noch keinerlei Dings, noch keinerlei Rüstung oder sonst irgendwas. Und da hinten ist Eisen, da komme ich aber so nicht ran. Besonders mit der Lava davor. Okay, Leute, bitte lasst mir diese Schluchtminenhöhle. Bitte, Leute. Ich will das machen. Ja, vor allem, weil du nämlich davon dann in eine tolle Seitenhöhle kommst und davon dann wieder in eine Schlucht oder eine andere Mine oder sonst irgendwas. Kennen wir ja alles. Das letzte Mal habe ich einfach nur die Mine nicht gesehen. Das ist die Schlucht, die ich letztens schon mal angesprochen hatte, als ich dran vorbeigelaufen bin. Ah, in die Richtung. Ich wäre jetzt beinahe wieder in die... Nee, die Richtung muss ich. Ach so, ja, und hier rechts an der Seite habe ich dann das Ding jetzt gesehen. Die Höhle. Also Koordinaten sind so bei 600, 500. Schön. Ist also auch ein bisschen weit weg. Ich habe es mit ein paar Fackeln markiert. Schön. Oh. Mal werden, dass ich Höhenangst habe. Ich weiß nicht. Ich habe es bei mir auf jeden Fall schon mal erwähnt, aber ob du es schon mal erwähnt hast... Weiß ich nicht, aber ich habe scheiße Höhenangst. Ja. Selbst in sowas wie Minecraft ist das dann immer so. Also normalerweise geht's, aber wenn ich gerade eine Brücke baue und dafür, also ich will die hier etwas verschönern, die sieht etwas komisch aus. Und dafür dann so ganz an dem Rand bin, damit ich da auch ein weiteres Stück dran bauen kann, ist das schon so ein kleines bisschen. Ich glaube, das geht nicht gut, was ich hier mache. Den Gedanken hatte ich auch mit meiner Sache, aber... Warum bin ich plötzlich langsamer geworden beim Hochschwimmen? Ist das, je höher man schwimmt, desto langsamer wird man oder so? Warst du vielleicht vorher nicht mit dem Kopf unter Wasser? Ich bin gerade die ganze Zeit nicht mit dem Kopf unter Wasser. Ich habe keine Ahnung. Das muss doch jetzt bitte irgendwie gut gehen. Und ich möchte mich noch sichern, bevor jetzt gleich der Timer klingelt. Komme ich hier oben eigentlich direkt irgendwo rauf? Da müsste ich mir jetzt da einen Block hinbauen. So. Mach mal was. Dann fange ich an, Zäune zu basteln. Nein, das wollte ich nicht. Okay, das, was ich hier gerade mache, ist ja auch so wieder so halb suizidgefährdet. Ja, ich verschandle gerade mit den ganzen Cobbles so ein bisschen die Gegend. Lebt damit. Yay, Cobbles. Och, und ich bin noch über 400 Blöcke entfernt. Nee, nicht mal, über 600. Komm endlich nach Hause. Ja, werde ich doch versuchen zu tun. Das Problem ist halt die Zeitbegrenzung, die jetzt eigentlich jeden Moment aufschlagen müsste. Ich hoffe, mein Timer ist nicht stehen geblieben. Nee, noch ein paar Sekunden. Also gleich müssen wir uns verabschieden. Ich habe halt einen 20 Sekunden Zeitpuffer zum Verabschieden reingesetzt. Er braucht schon 20 Sekunden für eine Verabschiedung. Naja, und auch zum Disconnecten und so. Das habe ich das letzte Mal vergessen, in einer Folge drin zu lassen. Natürlich, auf der anderen Seite geht es dann wieder ganz nach unten. Oh, shit. Ich hätte vielleicht anderes Holz nehmen sollen. So, und da hat auch mein Timer sich gemeldet. Das bedeutet, wir müssen uns an der Stelle jetzt erstmal verabschieden. Yay.
Das, was ich jetzt aber machen werde, ist mich einen Block reinbauen. Okay, das wird nichts. Gut, dann sage ich an der Stelle erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin HBK. Und sag, ich bin Shirin. Ja, und dann mal tschüss, bis dann. Ciao. Und Verbindung drin. Und bye. Bye.